So, herzlich willkommen zum 34. Let's Play von Final Fantasy IX. So, und hier haben wir zuletzt aufgehört. Wir haben alle den Spielstand nochmal gespeichert und jetzt springen wir Skillscan an. Eine High Potion, eine Diäta und eine Phoenix Taune für 444. Ja, damit. Und zack, ja, damit. Zack, zack. Und Alle zack. allein die Besten Dank Phoenix. euch, mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Man muss dran denken, die Phoenix Taune kostet alleine schon 1000. Autsch. Ja, da sehen Sie mal, wie ihm sehr günstig gekommen. Ja, weiter sagt er nichts mehr. Was sagt er? Oh Mann, hier kriegt man ja eine Staublunge. Das halte ich nicht mehr lange aus. Ja. Du reist doch eh gleich weiter. Dieser Baum Ja. wird leider auch in Kürze zerstört. Ja, und was macht ihr? Ah, das waren die hier. Ja, die Familie, die Rattenfamilie. Super. Den hier habe ich noch nicht herausgefordert, den hier hatte ich hier herausgefordert. Ja, eins der beiden Kinder. Ja. Bis jetzt aber nicht welchen davon, deswegen ja. Wissen Sie, wollen wir noch eins wagen oder nicht? Oder wollen wir Das die. überlasse ich dir, Angel. Wir haben die wieso ver. Ach, lassen wir. Wir haben die wieso schon verpasst. Am Anfang habe ich schon die nicht gemacht. Die oben, wo du bei dir auf dem Stand die schon herausgefordert hast. Ach, das meinst du? Ja. Und da kommt man auch nicht mehr hin. Doch, in Alexandria kommt man noch Ich hin. weiß nicht, ob da noch dieselben Personen sind. Ich denke schon. Nein, das ist hier mal offen. Dass die Seiten gerissen sind, kann nur ein schlechtes Omen sein. Leider ist es auch so. Ja. Ich muss mal kurz Kontrolle machen hier noch. Ja. Ah ne, ist ach. Phoenix Daune hinter der Harfe. Gut, dass wir nochmal kontrolliert haben, ja. Ein Jadesteinchen lag da auf dem Boden. Ein Diäter. So, jetzt dürfen wir wirklich 100% haben. Hast du Puck gesehen? Ja, aber er ist gleich wieder abgehauen. Dieser Edelstein ist schon seit Generationen im Besitz Claras und ein mächtiger Talisman. Ich bin mir sicher, dass er in euren fähigen Händen gut aufgehoben ist. Den Emerald. Das ist auch eine Bestie, ja. Aber wir wissen nicht welche. Kannst du mal gucken? Dürfte man nämlich in Accessoires anlegen können. Accessoires, also unterstes Feld. Ne. Ah, sie kann es nicht tragen anscheinend. Da ist er Ah doch. ja. Schneedrache erlernt sie dadurch und MP plus 10. Also, ne, senkt erstmal so viel. Jetzt im Kampf legen wir es nicht an. Nee, vielleicht später. Ja. Wenn man die Abilities voll machen kann. Wird ja per Teleportation und so man anderen Team Ja. geschickt. Also sollen wir erstmal Puck finden. Er dürfte ziemlich Aber weit. wir finden nicht ihn, er findet uns. Ja. Erstmal sollten wir ja rausgehen und gucken, warum das aufgehört hat. Ja, da sind Sie die waren anderen China schon. und Sie, wir warten schon. Freya, du hast dir aber ganz schön Zeit gelassen. Wir warten schon auf dich. Na, lass uns mal losgehen. Puck habe ich leider nicht getroffen. Ob er wohl schon den Baum runter ist? Der scheint in dieser Stadt schmeckt gleich Schüschi-Schmampf. Diese Stadt ist wirklich sehr lecker, Mampf. Das ist auch das Letzte, was du von den. Alle sind so hilfsbereit. Schon alleine, um mich ihrer Freundschaft würdig zu erweisen, muss ich Clara beschützen. Oh, jetzt dürfte man wieder Zidane spielen. Yep. Ja, da ist der Dieb. Mal gucken, ob ich für ihn noch was habe von den E-Teams hier. Mal überlegen, was für Heiztuch hatten wir ja schon erlebt. Das lernt er jetzt erst. Fünf Ja, hat die er schon. Tontaube. Ne, hier ist weiter nichts gewesen. Ne, für Zidane ist erstmal nichts. Wie sieht's mit den anderen zwei aus? Der muss noch gelernt werden. Voll gelernt. Aber nichts Besseres. Bei dem Lukas hat er auch schon alles fertig. Baumwoll.
Seide, genau. Ability ab und den Urschrei. Ja, auch, so, auch gut für ihn. Ja, damit er, ich glaube, das war für Schweigen. Ja. Da hatten wir jetzt angelegt. Petriel. Auto Potion. Ja, kann sie anlegen. Er ist. Weiß der Geier. Ja. Ja. Und ich sterbe sogar, okay. Den haben wir nicht. 30 noch, dann ist Vollmond fertig. Nein, okay. Das habe ich damals voll gemacht, wo ich auf dich da gewartet hatte. Und die haben wir ja vorhin schon ausgerüstet, richtig. Ja, jetzt sind alle wieder topfit. Und erst wenn wir unten sind, dann kommen ja die Soldaten schon. Die Soldatinnen. Ja. Beziehungsweise wenn Puck uns zurückholt. Jo, na klar. Jetzt sind die Wirbel inaktiv. Alexandrische Soldatinnen! So hätte man auch die Truhe holen können, naja. Egal, wir haben eine andere Version gemacht. Fressen kann man die nicht, leider. Schau ich auch nicht. Und die Sparmampf, sagt Quina da sicherlich. Aber ich will mal gern wissen, was sie haben. Das kannst du schneller herausfinden, indem du Räuberauge verwendest. Ein Hieb. Ja, dann setzen wir lieber einen Mega-Hieb ein. Um das herauszufinden, einfach mal Räuberauge verwenden. Ups, oder? War denen zu kalt? Naja, du hast ja gesehen, wie kurz ihre Rüstungen sind. Ja. Wenn du wieder auf alexandrische Soldatinnen triffst, dann verwende einfach mal das Räuberauge. Dann erfährst du schon, was sie haben. In ihren leichten Rüstungen. Ja. Ne, du wartest erstmal noch. Ja, Technik war das. Räuberauge. Euch ist ein bisschen zu kalt, ja. Phönixdaunen, Echokräuter und Phönixfedern. Und Potions besitzen sie. Boah, 4 Items tragen die. Also auch ein wertvolles, die Downer. Und die Phoenix Downer für 1000. Ui. Die sind hier scheinbar immun. Fliehen! Ups. Die ist gestorben. Ja, ungenießbar wäre da bestimmt. Gut möglich, wenn man es versucht. Wenn man es versuchen würde, aber unsere Charaktere sind zu stark. Und ich setze noch mal einen Feuer rein und versuche mal einen zur... Da kommt ja noch mal was, hier dürfte noch was kommen. Ja, da haben wir ein paar von denen. Ein paar Ladies. In Rüstung. Wenn nicht beide abhauen, ist das. Nach dem Feuer haben die sicherlich nur noch 25% ihrer KP. Oder? Ja. Worms. Ui, das war diesmal gut. Und so. Ey! Was soll denn das jetzt hier? Eine ist entkommen. Nicht genießbar, ja. Wie du gesagt hast, Ender. Und tschüss. Wie du gesagt hast, Ender. Nicht genießbar. Ja, sind Menschen, deswegen ja. Ey, auch von mir. Auch von Humanoiden kann Quina was lernen. Auf jeden Fall felsenfest. Ist fertig. Bei wem aber? Bei Quina. Aha, bei ihm. Zidane, warte doch mal einen Augenblick. Die Soldatinnen aus Alexandria? Vorhin findest du nicht auch? Das waren auffällig weniger an der Zahl? Ich meine... Wenn man mal davon ausgeht, sie hätten es ernsthaft auf uns abgesehen gehabt. Ja, jetzt wo du es sagst, da ist was dran. Nimm lieber das. Ja. Ja, jetzt wo du es sagst, da ist was dran.
Stimmt genau. Aua. Freya, Claire. Claire wird angegriffen. Schnell, du musst sofort mitkommen. Oh nein, ich hatte also recht mit meiner Befürchtung. Ich muss mich beeilen. Was steht ihr da so blöd rum? Kommt auch mit. Schon unterwegs. So, jetzt geht's einmal. Die Damen und Herren trudeln also auch langsam ein. Oh, die Schwarzmagier. Was sonst? Ihr fallt hier also auch ein. Oh! Grill. Die beherrschen aber nur einen Zauber. Feuer. Ja. Puh, und gerade die brennen. Das war bestimmt Seide, was sie da anhaben. Töten! Töten! Na super. Popo! Hilfe! Die Stadt wird von Feinden überrannt. Sind es wirklich so viele? Ja, sie fallen buchstäblich vom Himmel. Ah, töten! Feuer abgewehrt. Mal sehen, was die tragen. Das kannst du alles mit Hilfe von Räuberauge ermitteln. Feuer. Das ist alles, was du zu bieten hast. Magier-Typ B. Lass mal Lucky. Nee. Äther? High Potion? Jadestein. Also nichts Brauchbares. Naja, außerdem die Äther. Bombs, Grill. Das nennt man Feuer. Ja, und nicht eure Taschenspielertricks da. Das ist ein Feuerchen. Nichts anderes. Na, Cooper, wir brauchen dich mal kurz. Den Mogri. Ja, stellst du noch mal hier? Ist alles derselbe. Was für ein Bommel ist hier los? Ja. So, einmal speichern. Weil mich jetzt so kommt das mit dem Retten. Das mit dem Retten, das zeigen wir aber noch in dem Video hier. Sollte den Sicherheitsstand nochmal sichern. Nein. Ah ne, wir dürfen den ja nicht auf den Spielstand machen. Weil wir nicht wissen, ob wir das Spiel Video hier vermasseln. Deswegen ja. Ja, nicht so toll. Dann also lassen wir den Sicherheitsstand noch. Ja. Wäre uncool. Mein Kumpel hat gerade auf dem Handy geguckt. Macht euch bereit zu sterben, Ratten von Clara. Von Clara. Schnell hierher! Jetzt gibt's Saures! Mann, ihr solltet euch mal was anziehen. Wenn euch zu warm ist, wird Vivi euch mal abkühlen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, drei Stück an der Zahl. Mal sehen, ob die das aushalten. Ich glaube nicht. Und er darf sogar anfangen. Unser kleiner Magier? Und wenn noch was überbleibt, wird er wieder so runtergeknallt. Warm. Nö, nichts dran geblieben. Ja. Scheint anfällig auf Eis zu sein. Glaube ich auch. Aber na klar. Hm? Ach so, die Karte Mystery-Schwert. Ui, die musste gesichert werden. Das ist eine seltene Karte. Jetzt blasen sie wohl zum Generalangriff. Töten! Mann, aber doch mal was anderes. Ja. Außer lauen Hauen Vollgas. So. Das nennt ihr einen Angriff? Gern. Ja, kühlt euch mal ein bisschen ab hier. Ja, ihr kleinen Hitzköpfe. Ja. Feuer! Quina schmeckt doch ja nicht. Und zack, der ist doch schon mal weg.
Von den Zaubern. Der wird auf Eis gelegt. Speichert beim Mogri und ihr werdet direkt wieder in einen Kampf gegen die Soldaten verwickelt. Geht dann zurück zum Eingang und die Treppe hoch. Ihr trefft auf einige Rattenmenschen, denen ihr helfen müsst. Schickt sie nach rechts. Also der erste ist nach rechts. Verdammt, nur nicht übermütig werden. Ich muss trotzdem noch speichern. Das ist gerade wohl in der Stadt aussieht. Ach so, da das die Mistelschwert. Man wird automatisch dann geschickt. Der Feind kommt in Scharen. Wie sieht's bei euch hier aus? Die Leute aus Romania leisten zwar Widerstand, aber für jeden Gegner, den sie umhauen, scheinen zwei neue zu kommen. Wir waren völlig machtlos und sind geflohen. Diese verdammten Bastarde aus Alexandria! Was sollen wir tun? Die waren rechts. Ihr trefft auf einige Rattenmenschen, denen ihr helfen müsst. Schickt sie nach rechts. So. Klettert den nächsten Abschnitt hoch. Das ist hier. Und schickt die Familie nach links. Ja. Hast du vielleicht meinen Mann gesehen? Nein, habe ich nicht. Wo ist Vati? Ja, aber vorher müssen wir uns um ein paar Magier kümmern. Nach links war das. Hoch und schickt die Rattenfamilie nach links. So. Hier geht's nur über meine Leiche vorbei. Im nächsten Bildschirm dann rechts. Und dass sie noch nicht sicher sind. Hat noch einer über sein für euch. Queena holen. Boah, ey. Was haben die denn immer auf Queena? Keine Ahnung, was sie gegen Queena haben. Hier, so wird gezaubert. Puh! Und dann und immer auf Flächenvisier hier vorne. Holfongs. Ja. Die Option haben die wohl nicht. Nee, haben sie nicht. Aber jemand anders hatte diese Option. Ich muss alles geben, sonst gehen wir hier noch alle drauf. Ja, hier sind sie. Die letzten waren rechts, ja. Rechts und dass sie noch nicht sicher sind. Oh ja. Wo sollen wir denn nun hin? Flieht nach oben die Treppe, flieht nach rechts über die Hängebrücke, flieht nach links, also nach rechts. Bildschirm dann nach rechts. Über die Hängebrücke. Ihr lasst nicht locker, was? So. Und die haben es nicht. Doch, die Vivi hat's. Gerne kalt, in Klammern. Ja, Vivi hat's Eyelash. Krax und Tschüss. 703 war ja ganz recht. Also Vivi ist schon heftig, naja, weil wir die Ras schon haben. Ja. Oh, die Brücke schon Blitz, Eiser. Das sind einfach zu viel, ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Sind wir hier sicher? Nein. Nein. Wir sind, noch nicht sicher. Nicht, dass wir es schon überstanden haben. Also das hier unten. Ja. Ich glaube nicht, dass wir es schon überstanden haben. Bleibt also wachsam. Hört ihr? Ja, es ist wohl noch etwas zu früh zum Jubeln. Was? Ihr seid noch hier? Ja, es gibt kein Ort in Claire, der einen mehr Seelenruhe spendet. Auch wenn dieser Stand schon nun verschwunden ist. Ja, wirklich wunderschön hier. Es ist überhaupt eine sehr schöne Stadt. Ja, na klar. Und alle Bewohner hier sind so freundlich und nett.
verspreche euch, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Clara und sein Volk zu beschützen. Wir sollten uns im großen Tempel verschanzen. Wenn wir alles zusammenhalten, wird es schon irgendwie werden. Ja, man geht hier automatisch rein. Das sind also alle Überlebenden. Wo ist bloß der Hohepriester? Und der König von Bromethia? Vati ist nicht da! Wee! Vielleicht sind die anderen ja schon im Tempel, aber vielleicht auch nicht. Lauf schon ran, ihr Sohn. Schnell in den Tempel! Schon wieder? Wir sind umzingelt. Na komm mal her. Töten! Verdammt, und jetzt? Ihr elendtollen Teufel, bis hierher und nicht weiter! Ui. Solange dieser Sperr nicht gebrochen ist, ist diese Stadt nicht gefallen. Nein, Fredley. Also, genau. Aus dem Nichts aufgetauchter Mann. Vor meinem Kampf gestehlten Speer seid ihr nichts weiter als Opfergaben. Die haben sie sofort aufgelöst. Da ist Gravit dran an den Stab. Schnell, flieht in den Tempel. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber danke. Außerdem, Lani trägt eine Axt. I know. Fredley? Ich kann es nicht glauben, dir jetzt gegenüber zu stehen. Seit du Bromethia verlassen hast, war ich rastlos auf der Suche nach dir. Fredley, wie viele Flüsse magst du wohl überquert haben? Wie viele Gebirge überwunden? Wo warst du all die Jahre? Fredley? Fredley? Legenden über deinen ruhmreichen Kämpfe drüber überquerten 1000 Flüsse. Legenden über deine ruhmreichen Kämpfe halten über 1000 Gebirge. Doch mehr als diese Legenden war mir von dir nichts geblieben. Und das Letzte, was mir über dich zu Ohren kam? Nein, daran möchte ich mich gar nicht mehr erinnern. Freya? Ich erinnere mich leider nicht, euch jemals getroffen zu haben. Was hast du gerade gesagt? Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mich einfach nicht an euch erinnern. Wenn das ein Witz sein soll, so ist er nicht komisch. Wie könntest du mich, deine Freya, denn vergessen haben? Ich bin's, Fredley, deine Freya. Es tut mir leid. Hey, nun mal aber halblang. Was soll das von wegen, du kennst sie nicht? Verdammt nochmal, das ist deine geliebte Freya. Nun streng mal ein bisschen deine grauen Zellen an. Hey, ich rede mit dir. Schon gut, Zidane. Nichts ist gut. Das hier ist dein Geliebter und du, den du seit Jahren wieder besessen gesucht hast. Fredley, erinnerst du dich wenigstens an mich, deinen König? Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Willst du damit etwa sagen, du verleugnest deine Herkunft? Aber wieso bist du dann hierher nach Clara gekommen? Ich meine, wenn du keinerlei Erinnerungen hast. Wie kommst du dann von der Gefahr wissen, in der sich unser Brudervolk hier befindet? Ich... Lasst mich erklären. Puck? Sohn? Prinz Puck? Puck. Fredley ist mir zufällig über den Weg gelaufen, als ich auf Reisen war. Aber Fredley hatte keine Ahnung, wer ich bin. Er erkannte mich einfach nicht wieder. Er wusste nicht mal seinen eigenen Namen. Aber als er hörte, dass Bromethia angegriffen wurde und dass auch Clara in Gefahr ist, da hat wohl tief in seinem Unterbewusstsein der Drachenritter in ihm gespürt, was zu tun ist. Und es hat ihn hierher getrieben. Drachenritter?
Ich war ein Drachenritter. Das spüre ich. Ansonsten ist mir aber nur, ist in mir nur Leere. Oh, Fratley. Ich bitte mich zu entschuldigen. Weg ist er. Feier, willst du ihn nicht freuen? Naja, jetzt spießt er ein paar Schwarzmagier auf. Das sollte eigentlich Freier machen. Ich... Nein. Endlich Gewissheit zu haben, dass Fratley am Leben ist, das allein ist für mich unbeschreibliches Glück. Entschuldige, Freier. Ich war ja der Meinung, du solltest ihn nicht in diesem Zustand treffen. Aber da Clara so in Bedrängnis war, habe ich ihn hergebracht. Ihr habt euch nichts vorzuwerfen, mein Prinz. Ich denke, ich schau mal, wo Fratley hin ist. Bis nachher! Quatsch! Bitte warte, Puck, wir haben uns doch so lange nicht mehr gesehen. Hä? Das war doch gerade Puck! Was habt ihr denn alle? Huch! Meinst du etwa Freier? Welche Ironie! Unzählige Male träumte ich davon, ihn endlich wiederzufinden. Und nun das. Er kann sich nicht mehr an mich erinnern. Warum nur? Warum nur? Nun gut, Zidane. Der Feind ist womöglich immer noch da draußen. Lass ihn uns vernichten. Freier? Hilfe! Bitte verschon wenigstens mein Leben! So, und ich würde sagen, dass wir die dann im nächsten machen. Damit wir auch das Video noch mit reinnehmen können, weil das Video kommt danach nämlich gleich. So, dann würde ich erstmal sagen, dass wir dann hier abbrechen, weil nach Beatrix den Kampf, da kommt nämlich das Video mit Odin. Und das wollen wir nicht gerne in dem nächsten Video mit drin haben. Deswegen hören wir ein bisschen eher auf und sehen uns dann das gleich wieder. Genau, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja.